Es ist streng geheim. Es ist streng geheim, dass was kein Wasser ist. Genau. Auch wenn ihr es gesehen habt, ihr wisst es nicht. Und ich hab nichts gesehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Champel. Wir bauen eine Map. Ja. Und der Kevin ist auch da. Ja. Noch etwas erkältet, der Kleine. Noch etwas erkältet, ich bin seit heute krank. Naja. Warst du vorher nicht krank? Erst seit heute? Soweit, erst seit heute. Ja. Aber ich habe schon seit 6 Wochen Halsschmerzen. Ah je. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Hilft ja nix. Wir bauen weiter. Wir sind ja schon letztes Mal ziemlich weit gekommen. Außer mit dem Jumpen nervt uns halt ein bisschen, dass wir nicht so runterjumpen können. Aber na gut, es nützt nix. Ja, wir können halt bis maximal 120 Blöcke. Also bis auf Höhe 120 runterspringen, aber da können wir nicht mehr runterspringen. Aus welchen kuriosen Gründen auch immer, aber was soll's. Gut, wenn ihr noch irgendwie Ideen habt, was wir vielleicht in der nächsten Folge umsetzen können, schreibt's doch in die Kommentare. Und mal schauen. Gut, dann nicht so viel reden, wir fangen jetzt einfach mal an, genießt die Show und bis gleich. Jojo.
Dann wären wir hier wieder da. Wir sind fertig, oder? Nee. Ja. 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 Sieht schön aus. Ich habe hier einfach nur die ein paar Beacons gesetzt als Lampen, da die es mir vorher nicht ganz geklappt hat. Den Boden einfach wieder zu Leben gemacht, weil ich immer noch diesen Wollblock hasse. Deswegen einfach nicht drauf treten, wenn ihr die Map spielt. Dann passiert auch nichts. Ein paar Banner gesetzt. Draußen genau. Schöner gemacht mit ein paar Blümchen. Oh, ja. Jeweils in der Farbe natürlich rot. Und es gab leider nur rosa. Mhm. Es gab aber, wenn ich mich... Gibt's Tulpen, sind das Tulpen, oder? Tulpen, es gibt rosa Tulpen, weiße Tulpen, orange Tulpen und rote Tulpen. Ja, und ich habe halt rosa genommen. Aber ich finde es nicht schlecht. Also ich finde, die sehen auch gut aus. Dann habe ich hier die Lampen ein bisschen umgebaut, halt Glowstone unter und darauf Beacon. Und ich habe hier noch einen Wasserfall gebaut. Der echt schön aussieht. Muss naja, ich echt sagen. Der fließt sehr gut, muss ich schon sagen. Hallo. Ein Wasserfall, der gut fließt. Das ist eine magische schwebende Insel. Stell mal Wasserfall nicht in Frage. Ja, und wir haben... Ja, wir können es ja einmal... Es sind,
muss sagen, wir können es dir einmal zeigen. Hier habe ich schon ein bisschen weiter gemacht. Ja, mit ein paar Sprüngen. Ein paar sind ein bisschen assi, andere nicht. Ja, der hier ist assi hier. Einer der Assi-Sprünge. Und hier dann auch nochmal so ein Assi-Sprung. Naja, also ich. Und hier auch nochmal. Nee, also ich finde ehrlich gesagt, das mit der Decke ist am Assi. Gibt es überhaupt eine Steigerung? Weiß ich nicht. Ich finde die einfach nur übelst nervend. Und ich hoffe, dass ich die nie machen muss. So. Ja, und dann haben wir hier noch so eine kleine. Was da sich hier verbirgt, ist streng geheim. Ja, hat man auch nicht im Video gesehen oder so. Nee. Das ist streng geheim. Streng geheim, das weiß keiner, was da ist. Genau. Auch wenn ihr es gesehen habt, ihr wisst es nicht. Und wir haben nichts gesehen. Auf jeden Fall, man soll hier einfach nur rüberjumpen. Genau. Und dann hier hinten ins Loch rein und dann fällt man runter. Dann haben wir jetzt zum Schluss geprüft, wie weit wir fallen können, bis wir sterben. Und dann bin ich einfach mal so aus Just for Fun in diese Richtung da geflogen, wo unsere Insel sein sollten. Genau. Sein sollte. Die ist dann hier, und da irgendwo da hinten, genau. Das Lustige ist, sie ist halt direkt in unserer Nähe. Und jetzt wissen wir auch, warum wir nicht so tief runter können, weil die Insel selber nur 100 Blöcke hoch in der Luft ist. Mhm, genau. Deswegen kommen wir gar nicht auf die Null-Koordinate, weil die Map das noch nicht mal zulässt. Das ist leider das Problem. Aber. Ja, was soll's. Naja, passt schon. Wir haben ja immer für hart und leicht haben wir ja mehrere Etappen. Wir wollen ja einmal Himmel, dann normal Erde bzw. Mine und dann wollen wir ja noch einmal Hölle machen. Genau, die Hölle ist dann die Hölle. Das wird richtig die Hölle, da ist der Himmel hier noch leicht gehen. Naja. Wollen schon mal auf 10-mal Deckensprung hintereinander ohne Checkpoint. Oh, was? Ich glaube, es gibt da eine schlechte Bewertung dann, ne? Ich glaube, es gibt echt eine schlechte Bewertung, wenn so assi noch assiger ist, als sonst ist, ne? Ich glaube echt, dann würde keiner mehr auf hart spielen. Wirklich, selbst die besten Pros würden nicht auf hart spielen, weil die selber es nicht hinbekommen würden. Und es ist auch immer eine Sache, wenn du es halt zu schwer machst, dann sind die Leute frustriert und bewerten es negativ, obwohl es eigentlich ein gutes Jump'n'Run ist. Ja, das stimmt. Das ist halt einfach das Problem, wenn die Leute halt mad sind, dann bewertest du es natürlich auch dementsprechend. Ja. Aber bei uns gibt es zwei Wege. Genau. Dann wird es etwas einfacher sein, ne? Etwas? Das wird Zuckerwatte gegen deinen zu sein. Meins hat alles nur Zweier- und Dreier-Sprünge. Genau, und das hat auch wieder so irgendwie so auch wieder so ein bisschen Widerspielswert. Dann will man unbedingt vielleicht den anderen Weg mal ausprobieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir machen das schon, dass das... Ja, das wird aber noch eine Ewigkeit dauern. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Also ihr müsst euch schon ein bisschen gedulden, also... Mich hat jemand gefragt, warum wir das immer in Zeitraffer und so alles abspielen lassen und einfach nicht ein normales Let's Play draus machen. Es wird zu lange und das wäre... du würdest da nicht vorankommen. Wir nehmen ja meist so eine Stunde auf. Genau. Halt eine Stunde. Und da schneiden wir halt so auf 20 Minuten runter. Oder 15 Minuten. Ja, je nachdem. Und würden wir daraus Parts machen, dann wären es ja alleine 4 Parts nur für eine Stunde. Ja. Und ja, dann hätten wir später ein Projekt, was 450 Folgen hat und wir sind noch nicht mal fertig. Ja, das stimmt. Ja. Ihr wollt ja auch bestimmt irgendwann mal das anzocken. Ja. Und wenn wir halt immer diese vorgerenderten Videos machen, also diese Schnellerlauf, also die Geschwindigkeit hochdrehen, dann kann man halt auch mehr aufnehmen. Genau, ja. Das ist halt der Vorteil dabei. Und ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde es recht angenehm für den Zuschauer. Ich schaue sowas gerne an. Ja, ich schaue auch sowas gerne an, ja. Natürlich auf jeden Fall. Jo, gut, dann war's das. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder bewerten würdet. Würden wir uns freuen. Schaut bei den anderen vorbei, weil wir haben zwei Sichten. Deswegen wäre es immer ganz cool, auch mal die andere Sicht zu sehen, ne? Weil während ich zum Beispiel oben gebaut habe, hat Jenks hier unten das Jump'n'Run gebaut. Genau, ja. Also, lohnt sich beides. Jo.
Die sind unten im Link, diesmal den richtigen Link. Letzte Folge habe ich euch den falschen Link reingelegt. Aber egal. Mal auch. Ja, ich hab's jetzt gerafft, aber. Ob ich es wieder raff, ist eine andere Frage. Ich schau schon in der Folge nach. Okay, alles klar. Dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Jojo. Und ciao, ciao.